Ja, wir befinden uns aktuell hier am Ballhausplatz. Heute geht das Politdrama rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz in die zweite Runde. Und der Bundespräsident, der wird heute weitere Parteichefs empfangen. Wir erinnern uns, am Donnerstagmittag, da machte den Anfang Vizekanzler Werner Kogler. Er war als erstes zu Gast beim Bundespräsidenten, sprach dort auch mit ihm über die weiteren Entwicklungen. Danach war es Bundeskanzler Sebastian Kurz, der zu einem Gespräch zu Van der Bellen gekommen ist. Wir erinnern uns auch hier auf dem Ballhausplatz, da gab es die Bilder, ein kurzes Statement vom Bundeskanzler, bei dem er davon sprach, dass er unschuldig sei, also in diesem Fall die Unschuldsvermutung auch für ihn gelte. Er wollte auf jeden Fall weitermachen. Danach war es beim Bundespräsidenten die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die hier vorstellig geworden ist. Und nun am Freitag der nächste Rundlauf, die nächste Runde. Nun wird es heute um 11.30 Uhr die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sein und später am Nachmittag um 15 Uhr der FPÖ-Chef Herbert Kickl. Also die Parteichefs, die geben sich hier die Klinke in die Hand. Und wie die weiteren Entwicklungen sein werden, das bleibt in Beobachtung. Das wird auf jeden Fall interessant sein, ob es Neuwahlen geben wird oder nicht. Sebastian Kurz hatte sich ja dafür ausgesprochen, dass er sich das wünschen würde. Die Grünen haben auch den Wunsch, hier in der Koalition zu bleiben, allerdings mit einem anderen Vertreter an der Spitze. Das lehnte die ÖVP allerdings ab. Man möchte sich hier geschlossen mit dem Bundeskanzler positionieren. Sollte er abgewählt werden, dann werden auch die Minister abtreten.